Moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es süß her. Ich probiere weihnachtliche Süßigkeiten bzw. weihnachtliche Versionen von bekannten Markenherstellern. Ich habe hier die Supermärkte ausgekauft und verschiedene Sachen gekauft. Ich habe hier zum Beispiel eine Birne, Vanillekipferl, Schwartau-Marmelade, bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann Bratapfelwaffeln, dann O-Tanne-Schaum von Dickmanns, verschiedene Schokoladen in Weihnachtsgeschmäckern von Schokette, Milka und Rittersport, aber auch etwas extravaganteres Grand Dessert Zimtschnecke oder der große Bauer Apfelstrudel. Ich bin super gespannt, wie das hier alles schmeckt. Ohne die Sachen probiert zu haben, würde ich sagen, meine beiden Favoriten sind aktuell hier die Winteredition Kokosmakrone und von Dickmanns O-Tanne-Schaum. Bin aber mal gespannt. Oftmals, wenn man das dann probiert, merkt man, es sind andere Sachen doch eigentlich viel, viel leckerer. Also fangen wir einfach mal an. Beginnen wir mit Duplo Spekulatius. Ich bin da mal sehr gespannt. Spekulatius ist jetzt nicht so unbedingt meine Lieblings-Weihnachtsgeschmacksrichtung. Aber ich mag Duplo sehr gerne. So sieht es von innen aus. Es schmeckt extrem nach Spekulatius. Wer es mag, ist es definitiv eine gute Wahl. Ich hingegen finde es zu krass. Gebe deswegen dem ganzen Duplo nur eine 2 von 5. Weiter geht es hier mit dem Spekulatius Butterkeks. So sieht der Keks von innen aus. Ich muss sagen, er ist deutlich feiner dosiert mit dem Spekulatius. Daher würde ich dem Ganzen eine 3 von 5 geben. Nachdem wir jetzt zweimal Spekulatius hatten, würde ich jetzt gerne mal so eine Joghurt mit der Ecke ausprobieren. Es ist einmal bunte Schoko-Weihnachtskugel und einmal Schokosterne. So sieht es jetzt von innen aus. Es ist nicht der gleiche Joghurt. Das hier ist auf jeden Fall ein deutlich vanilliger. Dabei finde ich allerdings, dass die Weihnachtskugeln sehr blass aussehen. Da hätte ich irgendwie mir mehr Farbe gewünscht. Und so, die Weihnachtssterne. Bin mal gespannt. Ich glaube, es sind jetzt keine sonderlich weihnachtlichen Geschmäcker. Ich finde, es hat absolut nichts Weihnachtliches, außer die Verpackung. Es schmeckt wie jeder andere Joghurt auch mit so ein paar Schokosternen drin. Oder halt mit so komischen Perlen. Ja, weiß ich auch nicht. Da ich was Weihnachtlicheres erwartet hatte als eine weihnachtliche Cellophan obendrauf, gebe ich dem Ganzen nur 2 von 5 Punkten. Geschmacklich ist es allerdings in Ordnung. Man kann das super essen. Machen wir weiter mit Mana-Waffeln Bratapfel-Zimt-Winterglück. Es gab diese Waffeln übrigens in verschiedenen Geschmacksrichtungen, so wie viele der anderen Sachen auch. Ich habe mir immer die Version genommen, wo ich glaube, dass sie mir am besten schmeckt oder die ich als extravagantesten fand. Die riechen auf jeden Fall extrem nach Bratapfel. Das finde ich immer sehr lecker. So sieht die Waffel von innen aus. Und sie ist wirklich sehr lecker. Also, ich würde sagen, 4 von 5. Der Apfelgeschmack kommt gerade so hinten nochmal so richtig schön. Richtig lecker. Als nächstes testen wir Milka Schneewunder. Hier soll eine Milchcreme mit knusprigen Keksstücken drin sein. Ich finde auf jeden Fall schon mal, das Design ist wirklich sehr hübsch. So sieht der Riegel von innen aus. Es sind immer 3 Stücke drin. Und ich muss sagen, es ist lecker. Wirklich lecker. Und das Knusprige vom Keks ist auch wirklich toll. Deswegen gebe ich dem 4 von 5. Die andere Milka Weihnachtsedition, die ich gekauft habe, ist Mandel Crisp and Cream. Ich bin gespannt. Ich liebe Mandeln. Auch sehr lecker. Diesmal ein bisschen dünner. Hier, so sieht es von innen aus. Sehr lecker. Und ich erinnere mich an irgendeine Süßigkeit. Ich weiß ja nicht, an welche. Aber ich gebe dem auch 4 von 5 Punkten, weil kann man echt gut essen. Machen wir weiter mit Hermann Grand Dessert Typ Zimtschnecke. Limited Edition. Ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Zimtschnecke gegessen, weil Zimt jetzt auch nicht so das Aroma ist, was ich bevorzugt esse. Riecht sehr nach Zimt. Sieht
Ich finde ein wenig unappetitlich aus. Boah. Ugh, geht gar nicht. Also ich persönlich finde, es ist echt gruselig. Nee. Also, der Nachgeschmack ist fürchterlich. Ja, also der kriegt leider von mir nur einen Stern. Dabei mag ich die normalen von Grand Dessert ja echt gerne. Das ist mein absoluter Lieblingspudding. Schade. Chocolate Chips Lebkuchengeschmack teste ich als nächstes. Ich hoffe sehr, dass das schmeckt. Aber Lebkuchen ist auch wieder so eine Sache. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein favorisierter Geschmack. Sie sehen erstmal aus normal. Riechen auch klassisch gar nicht nach Lebkuchen. Also es ist noch nicht ganz so schlimm, dass man sagen muss, kann man gar nicht essen für jemanden, der Lebkuchen nicht so gerne isst. Aber ja, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal kaufen. Ich gebe den Ganzen deswegen 2 von 5. Machen wir weiter mit einem meiner Favoriten, und zwar der Dickmann O-Tannenschaum. Also 8 Tannenbäume und die sollen in Geschmacksrichtung Schaumkuss-Tanne mit Vanille-Kipferl-Geschmack. Also Vanille, Schoko-Vanille quasi. Sehen auf jeden Fall schon mal ziemlich ansprechend aus. Probieren wir doch mal. So sieht der Tannenbaum aus. Er schmeckt sehr lecker. Leider überhaupt nicht nach Vanille. Hätte ich irgendwie mehr erwartet. Ich würde ihm normalerweise eine 4 geben, aber dadurch, dass er eigentlich gar nicht nach Vanille schmeckt, was schade ist, kriegt er nur eine 3. 3 von 5 also. Machen wir weiter mit Giotto Zimtstern oder inspiriert vom Zimtstern. Auch wenn ich Zimt jetzt nicht als mein Lieblingsgewürz bezeichnen würde, finde ich, gibt es ganz viele Sachen, die mit Zimt wirklich sehr, sehr gut schmecken. Was schon mal auffällt, die sind deutlich fester als das normale Giotto. So sieht das Giotto aus. Es schmeckt tatsächlich original wie ein Zimtstern. Wie die das hinbekommen haben, ist mir echt ein Rätsel. Aber schmeckt echt gut. Ich gebe das Ganze deswegen auch 4 von 5. Weiter geht's mit Schoketten. Zeit für weißer Nougat-Kakao. Bin echt mal gespannt. Weißer Nougat kann ich mir eigentlich gar nichts drunter vorstellen. Zumal die ja selber auch nicht weiß sind. Aber hier ist dieses Bild. Das sind doch diese aus Spanien, oder? So sehen die Stücke aus. Ich muss sagen, ein bisschen süß, aber so recht lecker. Deswegen auch hier wieder 4 von 5. Auch Schwartau hat sich gedacht, wir machen auch ein Weihnachtsprodukt und haben sich hier für Samt Birne à la Vanillekipferl ohne Stücke entschieden. Also quasi diese Samtmarmelade, die so fein passiert wird in Birne Vanillekipferl. Also, die ist super lecker, sehr, sehr fruchtig, schmeckt sehr lecker nach Birne, aber absolut null nach Vanillekipferl. Schmecke ich gar nicht raus. Schade, aber ansonsten eine sehr leckere Marmelade. Weil sie nicht nach Vanillekipferl schmeckt, so wie ich mir vorgestellt hätte, kriegt sie keine 4, sondern eine 3. Also 3 von 5. Rittersport hatte auch 3 verschiedene Wintereditionen und ich finde auch, die haben sich hier wirklich viel Mühe gegeben. Das Design ist auch hier wieder wirklich sehr schön. Ich habe mich für Kokosmakrone entschieden, weil es auch meine Lieblings-Winterkekse sind und ich fand, es war mal ein ausgefallenerer Geschmack als immer nur Spekulatius, Zimtstern und Lebkuchen. So sehen die Stücke von innen aus. Man sieht so richtig diese schöne Makronenfüllung. Ich finde sie geschmacklich sehr, sehr gelungen. Schmeckt wirklich sehr gut. Man hat auch schön dieses Kokosnüssige, dieses ein bisschen crispy. Also dieses, wo man so immer ewig drauf rumkaut. Das hat man hier auch und das finde ich echt gut gelungen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen so der kleine Pfiff. Deswegen würde ich der Schokolade auch 4 von 5 geben. Last but not least. Der große Bauer, die Winteredition in Apfelstrudel. Da bin ich gespannt. So sieht das hier von innen aus. Hier scheinen verschiedene Sachen drin zu sein, so Stücke. Sieht so ein bisschen aus, als ob da mit Zimt gearbeitet wurde. Ich kann da nur zu sagen, krass. Ich bin völlig überrascht.
Der ist richtig lecker. Und er schmeckt haargenau wie ein Apfelstrudel. Hier ist alles drin, was man braucht. Hier ist Zimt drin, hier sind Apfelstücke drin, hier sind Rosinen, hier sind Nüsse drin. Der Joghurt ist einfach lecker. Also, das hätte ich niemals erwartet, dass dieser Joghurt so krass lecker ist. Also, aber sowas von safe. 5 von 5 würde ich mir jedes Jahr wieder kaufen. Ist wirklich sehr gut gelungen. Ich bin überrascht, aber vieles davon schmeckte richtig, richtig gut. Und einiges, wie zum Beispiel hier diese Leibniz Spekulatius Kekse oder auch das Duplo, mochte ich eher nicht, weil ich nicht so gerne Spekulatius mag. Ansonsten waren hier echt viele Sachen dabei und vor allem natürlich der große Bauer, der mich völlig überrascht hat, die sehr, sehr lecker waren. Schmecken die Sachen besser als das Original? Nein, ich würde sagen, keins davon schmeckte jetzt besser als das Originalprodukt. Aber zu Weihnachten wirklich eine super Alternative, wenn man mal einfach was Spezielles auf dem Tisch haben möchte. Also, ich bin sehr zufrieden. Ich wünsche euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit und schöne Feiertage. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Und über einen Kommentar oder ein Abonnement würde ich mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüssi.